So, Kinder, zweite Runde, jetzt geht's los. So, Teil 2. Rechts die Slushbar aus Kevela, ganz wichtig, mit Palme. Tiki Slush. Lecker, Schafskäse, lecker, lecker, lecker. War eine neue Bude, die ich noch nie gesehen habe. Ich schaff frei, Park. Mark. Park. Ja, hier jetzt ein bisschen Fressbuden und nicht zu so spannend. Das Gurkenfässchen. Es gibt, glaube ich, nur noch einen Ork. Ich hab sie dir ein. Kuba war, die kenne ich auch aus Oberhausen. Hier rechts nicht Kollege Specki, sondern ein anderer. Ja, hatte ich auch gehört, Specko. Ja, hier die Backfischrutsche. Die Originale. Irgendeine Verlosung. Na, hier. Die große Wasserbahn auf Mannistourspuren von Altmann Schneider sieht man jetzt nicht mehr so viel. Direkt hier gegenüber aus guter Nummer 3. Wie heißt der überhaupt? Von Schmidt ist der? Drive-In von Schmidt, auch Stammbeschicker. Also alle auf Scooter sind eigentlich Stammbeschicker, soweit ich weiß. Mit Mörser-Kennzeichen. Ah, lecker, lecker, lecker. Ja, nee, gar nicht eigentlich. Sieht komisch aus. Man weiß, es hat hier Arno-Stammplatz. Stimmt. Super. Rechts, Lukas. Ich höre das. Ich höre die wilden Ketten. Aber es gibt auch die wilde Heidi. Muss man sich jetzt entscheiden, welche man nimmt. Ja, links das. Laserpix. Damit der wieder durchbrennt. Links das Laserpix, welches ich vor ein paar Tagen noch in Tilburg gesehen habe, die auch echt schnell umgesetzt haben. Rechts Albert Ritter und dann direkt so eine Linksbude. Düren. Ja, wenn die Hamburger noch immer beim Platzieren. Links Trögereis. Direkt daneben die China-Bude. Daneben das altbekannte Shooting Center aus Krefeld. Aha. Ah, Wemmering Brezeln, lecker, lecker, lecker. Ja, hier zu Rechten auch am alten Standplatz. Der Trama, der Eventausschank 2.0. 0, 0, 0, boah. Es wird wärm. Ich hab mal schön Biergarten eigentlich. Ja, hier die Bayern-Festhalle von hinten. Recht unspektakulär. Rechts wieder eine Verlosung. Die haben hier viele Verlosungen. Ja, hat ein bisschen noch. Ja. Der Kübler voll Früchte. Kübler Kläuser. Hier zu lenken. Apollo 13 und Küchenmeister, der dies ja nicht in Düsseldorf stand. Mal gucken, wie der Fahrpreis so aussieht, ob die heute 10 Euro aus Mainz bleiben. Hier rechts Nessie von Markmann. Der klassische Schiffschaukel, auch eigentlich der relative Standplatz hier. Jetzt kommen wir auch so zu den letzten Fahrgeschäften. Ich habe irgendwie noch nicht den Discojet gesehen. Hier links die Airport Bar von Edling.
rechts Looping the Loop, links der Diamond Autoscooter von Osselmann. Jetzt kommen wir auch so zu unserem letzten Fahrgeschäft. Ich denke, wird der Discojet und die Alpina-Bahn sein, weil dann müsste ich eigentlich schon rum sein. Hier so eine kleine Kinderschleife. Club. Und jetzt kommen wir zu unseren letzten Geschäften. Hier noch die Party anscheinend. Hier rechts der Alpina-Bahn von Bruch, die dritte Achterbahn auf dem Platz. Hier links der Discojet mit neuer Kassenschrift von Heidmann. Ja, weiß ich schon. Die Mexiko-Bar, wo die Schausteller sich jetzt zulaufen lassen gerade. In der neuen Mexiko-Bar. Mit Sichtzäunen davor. Soll man dahinter mal gehen und sagen, hallo, hier sind wir. Sicherlich würde man den einen oder anderen Schausteller aus Bremen hier auffinden, der hier gar nicht steht. Hier kriegt man Pferdewurst. Sagt er wieder mal. So. Das war es dann, der Aufbau von der Kranger Kirmes 2022. Endlich wieder Kranger Kirmes. Jo, das war's. Würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine, aber feine Aufbau-Rundgang gefallen. Ich bin raus, Leute. Tschüss.